Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ja, wir haben über die Bananenmilch gesprochen. Heute geht es mal kurz um den Döner und was er so kostet. Man kann das nämlich auch grafisch-mathematisch darstellen. Ich habe jetzt hier einmal einen Döner, der 3 Euro kostet, drei Döner, die natürlich dann 9 Euro kostet. Ist ja direkt proportional. Grafisch heißt in der Mathematik immer, dass man es im Koordinatensystem meistens darstellen kann. Vor allem dann, wenn Zahlen im Spiel sind. Und man kommt auch eigentlich ziemlich schnell drauf, wie man wohl 1 und 3 darstellen kann mathematisch. Nichts leichter als das. Man kann hier einfach als Punktkoordinaten. Dementsprechend sind dann die Punktkoordinaten natürlich auch 3 und 9. So, jetzt nehme ich natürlich neue dazu, zum Beispiel 5 und 15. Ja, also ich muss hier mal 5 und hier mal 5. Dann kann ich auch den Punkt einzeichnen. Und dann nehme ich zum Beispiel noch die 6, indem ich entweder die 3 verdoppel und die 9 verdoppel. Oder ich kann natürlich auch mal 6 von der 1 weg und mal 6 von der 3 weg. Dann erhalte ich einen vierten Punkt. Und ihr seht schon, was passiert. Ich fahre es mal mit der Maus nach. All diese Punkte liegen auf einer Halbgeraden, also quasi bei 0 beginnend. Ich habe es jetzt hier weiter ausgezeichnet, kann es auch gerade nennen, aber das werden wir erst in der 7. Klasse nennen. Das heißt, wenn eine Zuordnung direkt proportional ist, dann liegt die quasi auf einer Halbgeraden durch den Nullpunkt und dann durch einen anderen Punkt. Heißt jetzt auch, wir können hier sofort zeichnerisch auch ganz viele Werte bestimmen, zum Beispiel 4 und 12. 4 Döner kosten 12 Euro. 2 Döner kosten, gehen wir nach oben, 6 Euro. 7 Döner... Dafür reicht es nicht ganz, da hätten wir es weiter nach oben zeigen müssen. Was haben wir denn noch vergessen? 0 Döner kostet natürlich 0 Euro. Ein halber Döner, wenn man jetzt hier hochgeht, der kostet wohl 1,50. Also das passt soweit alles. Man kann tatsächlich dann, wenn man einmal die Gerade gezeichnet hat oder die Halbgerade gezeichnet hat, kann man weitere ablesen. Und theoretisch reicht es eigentlich schon, wenn man einen Punkt hat. Denn wenn ich den Punkt 1, 3 habe, dann liegen alle anderen Punkte auch drauf. Dann hätte ich jetzt auch ablesen können. 3, 9, 5, 15 und 6, 18. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Geht diesmal ums Duschen. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen besser. Wie viel Zeit in Minuten braucht wie viel Wasser? Ja, ein bisschen kompliziert. 5 Minuten verbraucht ungefähr 75 Liter Wasser. Das heißt, wenn ihr 5 Minuten lang duscht, sind 75 Liter Wasser weg. Eine Minute, das sind es dann quasi 15 Liter. Und 7 Minuten sind es 105 Liter Wasser. Und 10 Minuten sind es 150 Liter Wasser. Auch hier können wir es wieder grafisch darstellen. Ich habe jetzt einfach mal diese zwei Punkte hier einzeichnet. Dann habe ich es natürlich jetzt gleich weiter durchgezogen. Nämlich indem ich hier einfach von 7 und 105 das weglassen habe. Es landet ja genau da. Ja, ich brauche aber bloß die zwei Punkte einzeichnet. Eigentlich hat auch einer gereicht. 10 kann ich zu 150 hoch, das trifft es genau. Bei 8 sind es 120 und so weiter. Also, kann man auch hier markieren, hätten wir gar nicht mehr bis zum Ende rechnen müssen. Das heißt, alle meine Zahlenpaare, die hier bei einer direkten Proportionalität entstehen, liegen auf einer Halbgeraden oder auf einer Geraden durch den Nullpunkt. Zuordnungen können durch Koordinaten gestellt werden. Also das war ja nichts anderes wie eine Zuordnung. Einem Döner werden 3 Euro zugeordnet. Und die direkte Proportionalität ergibt dabei eine Gerade. Ergänzen könnte man hier, hat mir jetzt nicht mehr auf die Folie gepasst, durch den Nullpunkt, also durch den Ursprung. Ist ja auch klar, 0 Döner kosten 0 Euro in dem Fall. Also muss es bei 0, 0 liegen. Ja, und das soll man da kennenlernen. Was hier noch natürlich dazu kommt, ist beim Zeichnen, dass wir bei den X-Achsen einigermaßen eine Einheit hinkriegen sollten, dass das alles drauf ist. Also ich habe jetzt hier 7 gewählt, das geht einigermaßen 1 Zentimeter nach einem Strich. Aber hier oben hätte ich natürlich nie im Leben 18 hingekriegt, wenn ich das ganz nach oben zeichnet habe. Ich habe halt quasi nach einem Strich oder nach zwei Kästchen schon die 2 gemacht und dann war es leichter darzustellen. Genauso habe ich es hier gemacht. Hier habe ich nur dann halt die 10 markiert, weil ich ja schon erkannt habe, es muss bis 150 gehen. 15 cm sind noch in Ordnung. Was ich hier auch hätte machen können, ist 20 auf den ersten Strich, dann 40 und so weiter. Nur dann wird es halt schwierig, sowas wie 15 einzuzeichnen. Das Ganze kommt jetzt noch in euer Themenheft.